Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen, den Hidden Markov-Modellen und dem zweiten Teil des Baum-Welch-Algorithmus. Wow, langsam habe ich eine relativ lange Einleitung. Okay, wir machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich hier bei der Berechnung von A neu, die haben wir. Jetzt wollen wir die die BJ von irgendwas neu berechnen und die C wollen wir neu berechnen. Was wir dazu erstmal machen, ist, wir löschen und zwar das hier. Nein, das Gamma soll auch weg. So, und dann habe ich wieder ein bisschen Platz und kann euch das Ganze erklären. Die A' brauchen wir im Prinzip auch nicht mehr, denn das reicht uns hier. Und deswegen lassen wir das einfach mal. So, jetzt geht's richtig los. Und zwar wollen wir jetzt Folgendes. Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, wie man die A' berechnet. Das müsst ihr natürlich alles auswendig können, nicht. Genau. Was wir machen wollen, ist als erstes mal die neuen Anfangswahrscheinlichkeiten. Also ihr erinnert euch, hier haben wir immer noch die C1, C2 und C3 benutzt. Das waren die Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es, dass unser erster Zustand hier, also in unserem Fall gerade der hier oben, der erste Zustand, der Anfangszustand von unserem Hidden Markov-Modell ist, also der Zustand, in dem wir anfangen. Wie wahrscheinlich ist es, dass der zweite es ist und wie wahrscheinlich ist es, dass der dritte es ist. Das waren die C1 bis C3. Kann natürlich auch beliebig viele geben, also nicht nur drei Stück. Und die sind sehr, sehr einfach zu berechnen. Nämlich, wir sagen hier einfach, statt Gamma T von I, sagen wir, wie wahrscheinlich ist es an der Stelle 1. Also die erwartete Häufigkeit von SI zur Zeit 1. Wie wahrscheinlich ist es genau zur Zeit 1? Und das ist im Prinzip sehr einfach. Wir sagen, C I ist gleich. Und jetzt ganz easy, Gamma zum Zeitpunkt 1 von i. Fertig. Das war's schon. So leicht können wir die Anfangswahrscheinlichkeiten berechnen. Im Prinzip haben wir das auch schon die ganze Zeit gemacht. Wir haben die Übergangswahrscheinlichkeiten gehabt, aber die Übergangswahrscheinlichkeiten von nichts zum Zeitpunkt 1 wäre dann logischerweise das hier. Sehr cool. Okay, das war der einfache Teil. Jetzt geht's ein bisschen härter zur Sache und zwar mit den Bs, den Emissionswahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt tatsächlich ein Zeichen, also zum Beispiel irgendein Output ausgegeben wird von unserem Zustand J, zum Beispiel. Ja, dazu berechnen wir uns wieder mal unsere BJ natürlich neu. Also BJ, die neuen, wie habe ich das letzte Mal gemacht? Ich habe gesagt B neu von J. So habe ich das, glaube ich, gemacht gehabt für die A's. Ah, da sollte ich vielleicht auch noch C neu hinschreiben. C neu von I. So. Okay. B neu von J. Also B neu von... hängt natürlich auch noch von der Beobachtung ab. Also ihr erinnert euch, BJ von irgendeinem Output O. Ich nenne den jetzt einfach mal O Stern. Nicht plus O Stern. Okay. Das soll keine Potenz sein oder sowas, sondern einfach nur, das ist quasi die Ausgabe, die ich jetzt beobachte. Ich muss übrigens hier leider ein X nehmen. Ein Stern wird mir nicht, darf ich nicht machen. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass wir das hier finden? Naja, wir wollen wieder mal drüber iterieren, über alle, die wir so sehen können. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, denn wir iterieren nicht wie gewohnt von irgendeinem J gleich 1, also in unserem Fall T, weil wir wollen ja die Zeit wegkriegen, T gleich 1, sondern wir müssen auch noch sagen, es muss gelten, also die Beobachtung OT, die Beobachtung zum Zeitpunkt T muss unbedingt unsere Beobachtung, die wir hier gemacht haben, O hoch X sein, also OX einfach. OX, so. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir irgendwas anderes beobachten, dann ist es uns egal, dann interessiert uns das hier eigentlich nicht, dann können wir das auch einfach überspringen. So, und zwar bis wohin iterieren wir? Naja, von t gleich 1 bis groß T minus 1 wieder mal. Also groß T minus 1. So, und über was wollen wir iterieren? Naja, wir nehmen einfach wieder unser Gamma. Wir nehmen Gamma und zwar zum Zeitpunkt t, denn wir wollen ja die t's wegkriegen, deswegen iterieren wir ja mal wieder über diese t's. Und zwar von J wieder mal abhängig. Also hier kommt dieses J rein, das ist dann unser Zustand. So.
Und jetzt müssen wir das Ganze noch normalisieren. Und das bedeutet, wir müssen es einfach teilen. Wir sagen, okay, wir haben jetzt die Anzahl an Zuständen, die Anzahl an erwarteten Zustandsübergängen, wenn der Output hier tatsächlich mein Output ist, den ich erwarten würde. Hier, der hier. Okay, normalisieren bedeutet immer über alle drüber und dann dadurch teilen. Das heißt, wir teilen genau dadurch. Also wir sagen, wir nehmen jetzt nicht nur, wir nehmen nicht nur OT gleich OX, O hoch X oder wie auch immer man es aussprechen möchte, sondern wir nehmen alle. Das heißt, wir sagen wieder mal Summe, genau gleich wie oben im Prinzip, Summe von T gleich 1 bis T minus 1, aber das hier fällt weg. Wir lassen einfach dieses, wir wollen genau diesen Zustand sehen, lassen wir weg und nehmen alle Zustände, die wir kriegen können. Das heißt, wir normalisieren das Ganze. Also sagen wir mal, wir haben es 5-mal beobachtet, wenn der Output hier tatsächlich unser Ziel-Output war und wir haben insgesamt 100 Beobachtungen, dann haben wir hier insgesamt 5 durch 100 und bekommen dann eben eine Wahrscheinlichkeit wieder raus. Und genau das ist das, was wir für unser neues B wollen. Okay, ja, das ist die Berechnung, wie ihr B berechnen könnt. Das ist sozusagen die letzte Formel für den Baum-Welch-Algorithmus. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich euch denken, das ist doch irgendwie bescheuert. Ich muss jedes Mal so viel berechnen. Ja, ist es. Aber es ist ja auch der Trainingsalgorithmus. Der darf ruhig Zeit brauchen, der darf viel, viel Berechnung brauchen. Der muss nicht schnell sein. Was schnell sein muss später, ist der Evaluationsalgorithmus. Der ist einigermaßen schnell und der Dekodierungsalgorithmus ist auch einigermaßen schnell. Denn dieses Training, das habt ihr ein einziges Mal, wenn ihr euer Smartphone einschaltet und danach nicht mehr. Das ist das Tolle dran. Und deswegen, ja, ich habe euch die Formeln für A neu, B neu und C neu gegeben. Jetzt habt ihr aber das Ganze einmal gemacht. Jetzt ist das HMM nicht wirklich viel besser geworden. Was macht man also? Habe ich letztes Mal schon angedeutet. Man berechnet sich mit den neuen A neu, B neu und C neu, berechnet man sich alles wieder neu. Also man setzt das quasi als neues HMM fest und lässt den Baum-Welch-Algorithmus mit demselben O, also mit demselben von dem hier, einfach mit demselben dem hier, lässt man es einfach nochmal laufen und maximiert nochmal darüber. Das heißt, man berechnet sein HMM-Strich-Strich sozusagen, also Strich-Strich, und man berechnet hier über das HMM, das HMM-Strich. So, und dann haben wir das Ganze zweimal laufen lassen, dann machen wir es noch ein drittes Mal, ein viertes Mal und so weiter und so fort. Das machen wir quasi so lange, wie wir Rechenzeit und Bock drauf haben. Und irgendwann brechen wir ab. Wann brechen wir denn ab? Naja, wenn unsere Werte C neu, B neu und A neu sich nicht mehr wirklich von unseren alten Werten unterscheiden. Also wenn sie zum Beispiel kleiner sind als ein Tausendstel oder ein Millionstel oder sowas, dann hören wir auf, dann sagen wir, okay, es ist gut, das können wir jetzt. Und dann kommt zum Beispiel eine neue Output-Sequenz und die wird dann nochmal gerechnet und ja, dann passen sich wieder unsere Werte an. Das können wir dann so lange machen, bis unser Klassifikator wirklich verdammt gut geworden ist und eigentlich keine Fehler mehr macht. Das heißt, er hat sich perfekt angepasst an unser Gegenüber. Also wenn ich jetzt spreche, dann ist der Klassifikator perfekt auf mich zugeschnitten, aber euch wird er wahrscheinlich nicht mal erkennen, dass ihr überhaupt gesprochen habt. Sowas in die Richtung. Gut, das war's mit dem Baum-Welch-Algorithmus und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal schauen wir uns noch an, was es für Arten von HMMs gibt. Mal schauen, ob wir das überhaupt machen. Finde ich jetzt nicht so spannend. Aber das soll natürlich keine Anti-Werbung sein. Guckt das Video trotzdem. Und vergesst nicht zu liken und so weiter und so fort. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.